Heute zeige ich euch, wie ihr in Tiny Tinas Wonderlands eure zweite Klasse, eure Fähigkeitspunkte, aber auch Attributspunkte zurücksetzen könnt. Servus Schicksalsbringer, was geht ab? Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Corpheus. Bei mir gibt es News und Guides zu Open World und Rollenspielen. Sind auch schon einige Videos zu Tiny Tinas Wonderlands draußen. Könnt gerne auf meinem Kanal vorbeischauen, werden euch weiterhelfen. Heute geht es um das Rücksetzen der zweiten Klasse. Die erste Klasse geht leider nicht. Man kann aber auch die Fähigkeitspunkte zurücksetzen und auch die Attributspunkte. Wie das funktioniert, wann ihr das machen könnt und auf was ihr achten müsst, zeige ich euch jetzt im Video. Das Ganze funktioniert erst nach der Story. Ihr müsst dazu in die Hauptstadt, falls ihr die Hauptstadt noch gar nicht kennt, ihr müsst dann einfach weiter Story spielen. Wenn ihr mit der Story durch seid, geht ihr einfach in den Pub rein. Das ist so das große Hub. Dort gibt es sehr viele Automaten. Ihr werdet nach der Story auch mit einer Quest eigentlich automatisch, glaube ich, dort vorbeigeführt. Nur viele von euch sind wahrscheinlich noch nicht durch. Es geht erst nach der Story und dann geht ihr einfach zu diesem Automaten hin und drückt die Viereck-Taste Skills zurücksetzen. Man hat zwei verschiedene Möglichkeiten. Einerseits die Skill-Neuverteilung und die Heldenpunkte-Neuverteilung oder man macht beides eben zusammen. Ich mache jetzt beides. Ganz wichtig, Freunde, macht das nur, wenn ihr wenig Geld besitzt oder euch ist es egal. Das kostet immer 10% eures aktuellen Geldbetrages. Ich habe jetzt hier 1,8 Millionen hier und dadurch kostet das 84.000, was unfassbar teuer ist. Also schaut auf jeden Fall, dass ihr maximal 50.000, vielleicht 40.000 habt, davor euer Geld bei der Schmiede investieren, dass ihr eure Munition upgradet und so weiter und erst dann die Skillpunkte zurücksetzt. Ich mache das Ganze mal und dann seht ihr, wie das Ganze bei mir aussieht. Ich gehe auf Skills und es hat sich alles komplett zurückgesetzt. Die erste Klasse auf der linken Seite, wie gesagt, geht nicht. Die ist festgesetzt. Auch der Charakterhintergrund, den ihr damals bei der Erstellung ausgewählt habt, den könnt ihr leider auch nicht zurücksetzen. Zweite Klasse ist zurückgesetzt. Ihr könnt jetzt jede andere Klasse verwenden, wie zum Beispiel jetzt hier einfach Grabspross. Könnt alles nochmal komplett durchskillen. Ihr seht unten links die ganzen Skillpunkte, 44 Stück sind zurückgesetzt und auch die ganzen Heldenpunkte, wenn man euch auf Attribute gehen, seht ihr, sind die ebenfalls zurückgesetzt und ich kann hier dann eben die kritische Chance oder zum Beispiel auch wieder die Zauber nach oben schrauben. So funktioniert das Ganze. Wie gesagt, ihr müsst einfach mit der Story fertig sein. Ihr kommt, glaube ich, automatisch mit einer Quest hier vorbei. Es wird euch dann gesagt, dass man eben das Ganze ja zurücksetzen kann und dann könnt ihr jederzeit beliebig oft euren Charakter zurücksetzen. Es kostet halt immer 10% Gold, was ihr aktuell besitzt. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Wer mehr zu Tiny Tinas Wonderland sehen möchte, Tipps, Guides, Builds und auch News, kann gerne mit einem Abo dabei bleiben. Wird noch eine richtig coole Zeit. Das war's soweit von mir. Wie immer, viel Spaß beim Zocken. Würde mich noch über einen Daumen nach oben freuen. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.